Hallo und herzlich willkommen bei Ständig Verreisen. Ich bin die Grit. Ich bin der Stefan. Dieses Wochenende werden wir nach Wernigerode fahren und den Brocken besteigen. Nee, da ist ein Bockverbot. Okay, mein Mann ist faul, um hochzuwandern, also fahren wir mit der Bahn hoch. Und auch wieder runter. Auch wieder runter. Wir werden euch davon berichten und filmen. Jetzt sind es noch ungefähr 10 Kilometer. Dann haben wir unseren Parkplatz erreicht, wo wir heute Nacht schlafen wollen. Dort warten schon unsere Freunde, die Heike und der Tom. Die werden wir auch noch kennenlernen. Sind an unserem Übernachtungsplatz angekommen. Wo das jetzt genau ist, blende ich euch eventuell ein. Das weiß ich aktuell selber nicht so genau. Aber das blende ich ein. Und jetzt werden wir noch ein wenig gemütlich was trinken. Und dann schauen wir, wie es morgen weitergeht. Das ist übrigens der Tom und die Heike. Jetzt fahren wir wieder zurück nach Wernigerode von unserem Schlafplatz hier weg, suchen uns einen Parkplatz und dann fahren wir mit der Bahn, mit der Harzer Eisenbahn, hoch auf den Brocken. Ich hoffe, die Drohnenaufnahme, die der Tom gemacht hat, ist was geworden. Ich habe noch keine Drohne und wenn jemand, ich will mir natürlich eine kaufen. Und da könnt ihr ruhig mal die Kommentare schreiben, was ein bisschen gut ist. Aktuell tue ich mit der DJI Mini 3 die Beuge. Ist mein Favorit. Und da könnt ihr ruhig mal was dazu schreiben. Thank you.
sind jetzt hier in der Brockenbahn. Da ist Maskenpflicht, Sonnenbrillenpflicht. Nee, Sonnenbrillenpflicht nicht. Aber Maskenpflicht. Und jetzt warten wir noch, bis sie losfährt. Der Preis pro Person und Fahrt hin und zurück 51 Euro. Aber man gönnt sich ja sonst nichts. Genau. Ich glaube, ich werde jetzt fotografiert.
Das Denkmal von Heinrich Heine steht hier oben auf dem Brocken. Heinrich Heine hat vom 19. zum 20. September 1824 hier oben im Brockenhaus übernachtet, hat später dann seine Harzreise in einem Buch verewigt. Kommt die da rum? Die kommt da rum, ja. So, wir fahren jetzt gleich wieder mit der Brockenbahn nach unten und schauen uns dann wieder die Büros an. Und zuvor waren wir nämlich noch im Biergarten und haben ein Bier getrunken. Wir sind wieder zurück in Wernigerode. Wir sind jetzt hier gerade auf einer Besucherplattform. Wir sind jetzt ungefähr ein, dreiviertel Stunden gefahren zurück mit der Eisenbahn. Jetzt werden wir noch ein bisschen auf Wernigerode gehen und dann Abendessen. Altstadt von Wernigerode. Und schlendern wir einfach mal ein wenig durch.
Also das Restaurant Capitol in Wernigerode hat der Stefan reserviert. Wir waren sehr zufrieden mit dem Essen. Die Bedienung war sehr nett. Auch unsere Freunde waren sehr zufrieden mit dem Essen. Also wir hatten Cordon Bleu, Fleisch, Grillplatte. Ich hatte Sülze. Also war sehr lecker. Und meine Freundin hatte Spargel. Also kann man wirklich nur sehr gut empfehlen. Laufen wir zurück zum Wohnmobil. Lassen wir dann den Abend ausklingen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe mich jetzt hier auf die Rampe von dem Eisenbahngleis mal hingestellt. Zu den Brockengästen, den Originalton konnte ich meistens nicht verwenden, weil die Windgeräusche zu stark waren, war eigentlich schon fast klar. Dann der Bahnhof auf dem Brocken, das tue ich halt jetzt noch nachreichen. Der Bahnhof auf dem Brocken ist der höchste Bahnhof in Deutschland. Was jetzt die Länge von der Eisenbahnfahrt, da konnte ich natürlich nicht alles filmen. Ich habe viel gefilmt. Wenn einer mehr sehen will, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Dann tue ich eventuell einen kompletten Film online stellen. Aber das wäre jetzt für den das Video zu langweilig gewesen. Jetzt noch zu den Stellplätzen. Die Stellplätze, die wir dieses Wochenende angefahren haben, von Freitag auf Samstag, war eigentlich nur ein Parkplatz. Den haben wir vom Bergfahrer nicht raus. War okay, war ruhig, hat alles gepasst, aber hat keine Fährentzögerung. Dann sind wir am Samstag auf Wernigerode gefahren, haben nach einem geeigneten Stellplatz gesucht. Wir haben auch einen gefunden, aber das hat sich eigentlich schwieriger herausgestellt, weil die Stellplätze waren schon voll, wo man 20 Euro zahlen musste. Wir für einen normalen Stellplatz ja eigentlich okay, aber die ganzen Parkplätze in Wernigerode haben auch 20 Euro gekostet für Wohnmobile und das war uns ein bisschen zu teuer. Für keine Fähr- und Entsorgung und eigentlich nur ein Parkplatz. Aber wir haben privat einbekommen. Ich filme dann da noch mal ein bisschen rum. Wir haben privat einbekommen für 10 Euro. Fähr- und Entsorgung ist hier zwar auch nicht, aber man konnte hier schön stehen. Entsorgen kommt man an Abfall und das war es dann auch schon. So, jetzt zeige ich noch ein paar Bilder von diesem Stellplatz und dann werden wir weiterfahren. Wohin weiß ich jetzt noch nicht, da lasse ich mich überraschen. Das ist von Tom und der Heike. Die fahren uns noch irgendwo hin, aber die Bilder seht ihr natürlich.
Bermuda ist eine wunderschöne Altstadt. Also wir haben uns sehr wohl gefühlt. Der Brocken ist sehr sehenswert. Auf jeden Fall sollte man mit der Harzer Schmalspurbahn auf den Brocken hochfahren. Ist zwar nicht ganz günstig, aber es ist auf jeden Fall alles wert gewesen, was wir erlebt haben. Ja, es ist jetzt